Wir haben dort eine Frau getroffen, die vor ihrer Festnahme den Iran verlassen konnte. Anne Bermges und Julia Zimmermann berichten. Alles an ihrem Auftritt hier im Boxwerk in München wäre im Iran verboten. Das Kleid, das vorne nicht ganz geschlossen ist, die Haare, die nicht bedeckt sind und ja, allein, dass sie auf einer Bühne steht und singt, auch das wäre schon verboten. Und genau deshalb ist Farawas hier. Wenn man als Frau geboren wird im Iran, dann darf man schon ganz viele Dinge nicht. Man darf keinen Job haben, keine gleichen Rechte. Man darf keine romantische Beziehung haben, laut lachen, auf der Straße essen. Man darf nicht die Farben tragen, die man möchte, oder die Haare so tragen, wie man will. Als Aktivistin hat sich Farawas früher nicht gesehen. Im Iran sang sie über Gefühle, Freundschaften, das Leben und wie man es am besten meistert. Keine politischen Botschaften, keine Angriffe aufs Regime. Das hat sich jetzt geändert. In ihrem Song Mullahs singt sie darüber, dass sie den religiösen Führern gerne mal zeigen würde, wo es lang geht. Mir ist klar geworden, dass die Mullahs mich dominiert haben, weil sie mit mir gemacht haben, was sie wollten. Und ich dachte mir, ich will sie dominieren. Dann bin ich der Boss und sie sind meine Sklaven. Eine so deutliche Provokation im Iran kaum denkbar. Erst im März wurde dort der Sänger Shervin Hajipur zu einer knapp 4-jährigen Haftstrafe verurteilt. Dem Grammy-Preisträger wird vorgeworfen, Musik gegen das System zu machen, weil seine Ballade Baraye Hymne der Protestbewegung wurde. Was wir in Iran beobachten können, ist eigentlich in letzter Zeit ein Teufelskreis zwischen Protest und Repression. Wir sehen immer wieder landesweite Proteste, die auch radikaler werden, die nichts weniger als die Abschaffung der Islamischen Republik fordern, die auch für einen demokratischen Wandel einstehen. Aber wir sehen, dass die Islamische Republik mit höchster Brutalität darauf reagiert. Auch Farawas wurde im Iran zu einem Jahr Haft verurteilt. Und das nur, weil sie öffentlich gesungen hat. Davon erfährt sie, als sie gerade im Ausland ist und beschließt, nicht zurückzukehren. Sie lebt jetzt im Exil in Deutschland. Eine harte Entscheidung. Sie vermisst ihre Familie und Freunde. Und irgendwann, so hofft sie, wird sie sie im Iran wieder treffen. Es ist nicht toll zu sehen, dass ich außer Gefahr bin, aber meine Liebsten dieser Gefahr noch immer ausgeliefert sind. So toll fühlt es sich nicht an, frei zu sein. Aber ich glaube daran, dass sich etwas verändert und das wird nicht mehr aufzuhalten sein. Nur wann, das sei schwer zu sagen. Bis dahin will Farawas weiter laut sein und kämpfen. Für Frauen, Leben, Freiheit und all ihre Kollegen und Kolleginnen, ihre Kunst nicht frei ausüben dürfen.